Hofsheimer, Good News, weil Bad News gibt's eh genug. Ja, auch Stiere müssen mal zum Friseur. Mhm. Oder zur Friseurin. Ja, und er ist not amused. Er mag's total, wenn er gebürstet wird. Und sobald er mit der Schere kommt, das taugt ihm nicht. Aber ich glaube, der ganze Merlin. Kann ich verstehen, ich fürchte mich auch immer. Merlin ist wahrscheinlich um 20 Kilo leichter, wenn man einen Zottel wechselt. Bonnie hat schönes Haar. Ja. Bei der verfügt sie das nicht so. Und er legt sich halt immer in den Gatsch und dann hat man diesen Strubbeln. Und das habe ich mir gedacht. Elisabeth nimmt das in die Hand im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist gerade wieder nämlich ein bisschen marode, er hat schon wieder mit dem Kreuz. Und mit der Hüfte, genau wissen wir das nicht. Nein, da kann man das nicht genau feststellen. Und deswegen kann er mir jetzt nicht davonlaufen. Jetzt wieder ein bisschen gepflegt. Coiffeur, genau, Elisabeth. Ja. Ich habe noch nie verstanden, was der Unterschied zwischen Friseur und Coiffeur ist. Vielleicht kann er uns das erklären. Ja, so ist das. Also ich so mache das jetzt weiter. Und wenn sie mit dem Merlin fertig ist, dann macht sie mit mir weiter. Ja, Merlin, die weiß. Aber schau dir an, wie du ausschaust. Merlin, schau dir an, wie du ausschaust. Ja. Aber er ist total nett. Ja, er ist ein Lieber. Also es ist nicht so, dass er mich jetzt treffen will. Er sagt einfach, du gehst mir am Arsch. Elisabeth, das ist ein jugendfreier Kanal. Ja, Merlin, aber du musst durch. Das kann nicht gut sein, wenn das so klebt am Körper. Den Staubzen auch noch. Ja, der Bräulang. Merlin, ich kann mitfühlen, was in dir vorgeht. So, also nicht vergessen, liebe Leute, immer rechtzeitig zum Friseur gehen, damit es nicht solche Zotteln kriegt. Ja. Und dann kommt die Elisabeth. Beziehungsweise solche sind gewollt. Ja, genau. Schönen Tag. Tschüss.